Ja, wie kann meine schlanken Beine überhaupt nicht zu mir? Hi. Hey, hey, Ladies, jetzt kommt mal wieder runter. Ich bin auch eine Prinzessin wie ihr. Warte, was? Ja, Prinzessin Vanellope von Schwyz. Von den Sugar Rush von Schwyzes. Ihr habt bestimmt schon von uns gehört. Es wäre echt peinlich für euch, wenn nicht. Was für eine Art von Prinzessin bist du? Wieso? Hast du magisches Haar? Nein. Magische Hände? Nein. Oder kannst du mit Tieren reden? Nein. Wurdest du vergiftet? Nein. Verflucht? Nein. Entführt oder versklavt? Nein, geht's euch gut? Soll ich die Polizei rufen? Dann hast du dich auf einen Handel mit einer Seehexe eingelassen, bei dem sie dir die Stimme genommen hat, im Tausch für zwei Menschenbeine? Nein, oh Gott, wer macht denn sowas? Spürtest du je der wahren Liebe Kuss? Ich gebrech wirklich. Hast du Probleme mit deinem Vater? Ich hab ja nicht meine Mutter. Wir auch nicht. Und jetzt die 1-Million-Dollar-Frage. Glauben die Leute, dass all deine Probleme gelöst wurden, nur weil ein großer, starker Mann kam? Ja! Ist daran was auszusetzen? Sie ist eine Prinzessin! Wer hat dein Gewand genäht? So eins habe ich noch nie zuvor gesehen. Ach, der alte Lapp. Oh, ich wünschte, ich hätte auch so eins. Und ich, ja. Ich auch. Das beste Outfit der Welt. Ich möchte auch eins. Ich lasse meine Mäusewellchen nähen. So fühlt sich wahre Liebe an. Ein Hoch auf Prinzessin Vanellope. Die Königin des Schlabberlooks. Von allen Dingsterbumsters auf der ganzen Welt hätte ich nie gedacht, dass ich mal sowas trage. Wie heißt das nochmal? Ach ja, Shirt. Ich hatte einen Traum von einem ganz tollen Shirt. Warte, was ist denn hier los? Na, sie singt. Ja, aber da war Musik und ein Scheinwerfer und ihr habt das doch auch gesehen, oder? Ja, das passiert, wenn eine Prinzessin über ihre Träume singt. Okay, also mir ist das noch nie passiert. Noch kein einziges Mal. Probier's doch einfach mal aus. Was ist dein größter Herzenswunsch? Darüber musst du singen. Okay, klar. Ah, das krieg ich hin. Mal sehen. Oh, Lenkrad, du! Oh, Lenkrad, du! Oh ja, ich will ein Lenkrad! Wow! Ich würde sagen, da liegt noch einiges im Verborgenen. Hm. Also, dieses Lenkrad, von dem du da singst, ist das eine Metapher? Oh, nein, das ist keine Metapher. Ich brauche wirklich dringend ein Lenkrad. Naja, der Gesang war vielleicht nicht ganz perfekt. Nicht ganz vielleicht. Aber oft klappt es mit einem Lied erst dann, wenn man an einem besonderen Ort darüber nachdenkt. Zum Beispiel suchen einige von uns gerne irgendeine Form von Wasser auf und starren da hinein. Was? Oh ja. Ich starre gerne in einen Wunschbrunnen. Ich starre aufs Meer. Pferdetränke. Seifenblasen. Wartet, ihr meint also, wenn ich irgendwo ins Wasser starre? Nein, in bedeutsames Wasser. Klar, natürlich, in bedeutsames Wasser. Ich starre also in bedeutsames Wasser und auf magische Weise singe ich plötzlich über meinen Traum? Aha. Ja. Ja, das ist eher nichts für mich, aber danke. 5 Minuten, Prinzessinnen. Ein weiteres, welche Disney-Prinzessin ist deine BFF-Quiz, beginnt in 5 Minuten. Oh. Tja, dann mal wieder ab in die Kleider, Mädels. Es war zauberhaft, dich kennenzulernen, Vanellope. Und viel Glück bei der Suche nach deinem Lied. Handwerk hat goldenen Boden, da beißt die Maus keinen Faden ab. Die Karawane zieht weiter, auch wenn das Kind in den Brunnen fällt. Aha. Was hat sie gesagt? Keine Ahnung. Wir verstehen sie auch nicht. Sie ist aus einem anderen Studio. Ah.